Bei No Hand Gaming zu einem Squad Build Battle Arena mit Winter Wildcard Eden, Baby Boy with the Big Butt Hazard. Und dabei der Baby Boy with the Big Legs, Antonio Tabak. Und junge Freunde, ich bin auch am Start. Benjamin, danke schön, dass wir das Video hier aufnehmen. Ich muss sagen, Hazard sieht cool aus und ich muss sagen, letztes Jahr hätte der mindestens 600-700k gekostet, Freunde, aber der Markt ist kaputt. Nur noch 268.000 Coins, Freunde. Das ist absolut crazy. Wir haben bei Tabak gerade auch eine Folge aufgenommen, bei einer Karte, bei der der Markt noch gar nicht am Arsch ist, und zwar Zlatan Ibrahimovic. 3 Millionen Coins. Ich kann nur eins sagen nach der Folge, Freunde. Ich bin pleite. Wenn es da draußen jemanden gibt, der nicht mehr FIFA spielt und einen Account irgendwie hat, also ich, ist ganz unverbindlich. Ich würde sagen, aber bevor ich großartig was quatsche, Freunde, smash den Like-Button, lasst den Daumen nach oben da, rutscht gut ins neue Jahr rein, falls es das letzte Video ist, was ihr dieses Jahr von mir seht. Ich hoffe nicht. Und ansonsten gehen wir rein ins SBB. Ich halt für Tabak als erstes rein. Okay, man. Ich bin gespannt. Pass auf. Vorne im Sturm gehe ich mit Karim The Dream Morientes. Die gute alte Hero-Karte. Ich habe noch nie so einen einfachen Strongling gesehen. Ich hoffe, ich habe dich ins Loch geschickt und wir haben rechter Flügel, der Best Icon. The hole is deep. Jovic und Asensio. Was? Das Jovic? Stimmt, der ist ja auch noch Real Madrid-Spieler. Ich dachte, du wirst nicht Dings spielen. Ich dachte, du wirst nicht Morientes spielen. Keine Ahnung. Ich hatte ihn, also ich wollte ihn auch erst selbst spielen, dachte ich mir so, nee. Das Ding ist, ich habe von Payne gehört, der soll nicht so gut sein, aber ich will mir selber mal, wie sagt man, einen... Jeder hat über seinen United-Star gesagt, der soll nicht gut sein. Außer, glaube ich, Smexy. Okay, gut. Dann mache ich nochmal meine Stürmer. Yes, Senor. Und zwar spiele ich nicht Karim the Dream, sondern Jovic. Rechte Seite spiele ich Rulebreaker Dombalay. Ich habe Rodrigo und Karim the Dream Benzema. Chock, 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 Güzel. It's very good, man. Very nice. Ja, das ist gut. Very nice. Very good. Und bevor es weitergeht, Freunde, mir fällt gerade was ein. Schreibt mal Hashtag MysteryBall in die Kommentare, wenn ihr Bock habt auf ein Special am 1. Januar SBB mit MysteryBall. Fällt mir einfach gerade so ein, schreibt es mal rein in die Kommentare, ist, glaube ich, eine geile Idee. Da jetzt aber, glaube ich, viele Discards. Ja, um meinen Account dann komplett leer zu machen. Mal eine andere Frage, habt ihr draußen schon Spitch runtergeladen? Wunderbar, Freunde. Spitch ist ein Fußballmanager, der lizenziert ist und alle Teams hat, die ihr euch nur vorstellen könnt. Bundesliga, Premier League, zweite Bundesliga, Champions League etc. Bei Spitch könnt ihr euch ein Team erstellen, Freunde. Und anhand der realen Leistung, die die Spieler abliefern, sammeln sie für euer Team Punkte. Das heißt, ihr könnt euch zum Beispiel ein Team mit Goretzka, Kimmich und hast du nichts gesehen zusammenstellen. Aber ihr habt nur ein Budget von 150 Millionen und könnt dann Punkte sammeln. Und wenn ihr einfach die meisten Punkte sammelt in eurer Community, könnt ihr sogar noch Geld gewinnen, Freunde. Das Ganze ist komplett kostenlos. Der Link ist in der Beschreibung drin. Spitch, mein Partner, kennt ihr schon. Über meinen Link könnt ihr sogar noch 5 Euro Startguthaben kriegen. Das heißt, ihr könnt auch mit Geld spielen. Würde ich persönlich euch aber nicht empfehlen, Freunde. Aber jeder so, wie er Bock hat natürlich. Checkt es sehr gerne mal aus. Der Link ist in der Videobeschreibung drin, Freunde. Und viel Spaß mit Le Battle de la Squad Builder. Malaka Souflaki Tabak. Mein Name ist Schnuckelis. Wie Benjamin immer sagt, ich habe die Tafel drin, Meister. Und ich habe einen Spieler getroffen, glaube ich. Ich bin im Mittelfeld mit einer Icon gegangen, die du niemals erraten wirst, weil ich die auch niemals freiwillig eigentlich spiele. Ja. Yeah. Steven Gerrard. Im linken ZM mache ich mir diesen englischen Stronglink zugunsten und nehme Foden, Rulebreaker Foden. Und im rechten ZM einer meiner Lieblingsoffensivkarten in ganzen FIFA, Nabil Fekir. Oh yeah, man. Es war der goldene Pick, der letzte, den du gesagt hast. Nabil Fekir wird ersetzt durch einen Bronze Torhüter. Immer meine Lieblingsspieler, wirklich. Ich habe Mosto Boy, oder wie der heißt, der von Steiner, Valverde und ja, das war der goldene Pick, wie ich es gesagt habe im Intro. Einen werde ich treffen. Oruspu Chuchu, ich halte rein. Pass auf, Benjamin. Ich habe mir was überlegt, ich kann jetzt theoretisch machen, was ich will. Das habe ich auch getan, denn im Mittelfeld gehe ich erstmal mit dem guten alten Marco Reus. Letztens mit dem ein Bild erst hochgeladen, guter Mann. Witzel, der Axel, letztens mit dem ein Bild hochgeladen. Das kommt jetzt so vor, als hätte ich jetzt richtig viel Fußball getroffen. Waren absolut die einzigen. Und dann habe ich noch Bellingham. Alle drei Spezialkarten vom BVB. Wow, voll Dortmund. Ja. Weißt du, was ich aufgeschrieben habe? Wo ist denn? Goretzka, Kimmich, Müller. Voll Bayern. Oh.
Aber du warst sogar auf der richtigen Insel, kann man sagen, ja? Ja, von der Insel her korrekter Atemweg gewesen, sag ich mal. Ja, ja. Scheiße, Freunde. Jetzt wird's aber spannend. Nicht gut. Sag ich dir ehrlich. Awu, Fuana Usas. Wir gehen in die Außenverteidiger, heißt es übersetzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese goldene Platte hier, aka mein Handy, wird wahrscheinlich absolut keinen erraten, weil es sieht wieder leichter aus bei Tabak, als es ist. Also, auf Rechtsverteidiger, den kannst du nicht haben, eigentlich. Ist Trent Alexander-Arnold. Das würde absolut keinen Sinn machen. Als Linksverteidiger gehe ich mit Günther Jauch. Ja, ich dachte, ich gehe random in eine Liga rechts und habe Walker erst aufgeschrieben, habe es dann gelöscht und habe Kappa aufgeschrieben. Wegen der Aufnahme gerade kam irgendwie Kappa in den Kopf. Ja. Und links habe ich Raum. Raum? Linksverteidiger mit 9 Space von Hoffenheim. Der neue. Okay. Nee, passt. Darf ich beide warten, oder was? Fuck me! Oh, die shit, man! Digga, Tabak wird mit einem vollen Team reingehen. Benji, jetzt bist du übrigens mein Trend, braucht aber einen Link, also jetzt mal gucken später. Aber erstmal du da. Ja, Digga, du hast bestimmt wieder an den Eiern. Keine Ahnung, ich gehe links mit, ich bin mit Luke Shaw. Mhm. Und wenn jetzt Luke Shaw aufgeschrieben hast, Digga, es gibt so viele gute Alternativen, ganz ehrlich, dann kann ich dir auch nicht helfen. Und rechts spiele ich mit, Inform. Klaus. Ja. Bitte was? Ja, Klaus. Klaus spielst du? Ich spiel Klaus, ja. Mm, okay. Ich habe 2 Cs auf meiner Tafel. Cancelo, rechts, Klaus Kleber. Benji, ich habe dich wirklich an deinem Schlepphoden, aber Gewalt. Das ist wirklich der zweite Brausspieler, den du schon hast. Er ist offiziell am Ohrstück wieder, der Mann. Wirklich. Alter. Der Klaus war ein guter Call, das war wichtig und richtig. Oh, Mann, heute ist nicht mein Tag, Freunde, wirklich. Wenn ihr wüsstet, heute ist nicht mein Tag. Ich mach mal Bronzespieler rein. Wen nehme ich denn hier irgendwie? Ich ziehe euch hier nicht ins Verderben mit rein. Ich mach mal, wir gehen in die Verteidigung, ne? Machen wir. So, Freunde, es ist Zeit für die letzten 3. Und ich habe gerade die Verbindung zu den EA-Servern erstens verloren und zweitens realisiert, dass es richtig, richtig eng jetzt für mich wird, Freunde. So, Freunde, Mr. Super Spreader und Tabak sind ready. Tabak, ich will es hinter mich, bring ich halt rein, okay? Okay. Ich habe eh nichts, Digga. Sage ich dir 1.000.000%. Ich habe, sage ich mal, smart irgendwo gemacht, aber auch halt, sage ich mal, safe. Zum einen habe ich Inform White, dann habe ich Inform Gabriel, roter Playerpick von Arsenal. Und du bist ja so ein Arsenal-Fan auch immer, also sage ich mal, gewesen so. Oder hast du auf jeden Fall gefeiert, die Mannschaft. Und dann habe ich noch einen dritten Inform von Arsenal und das ist Ramsdale. Alle 3 Gunners. Alter, mit der Verteidigung kannst du aber auch gehen. Gerne, Digga. Ganz ehrlich, da scheiß drauf. Ich habe Minks, Tuan, Sebe und Pickford. Die kannst du dann aber auch behalten in der Verteidigung. Sag ich dir, wie es ist. Ich sag's dir ehrlich, der hat 75 Tempo, der hat 72 Tempo, die werden dich schon nerven. Komm, halt rein, Tabak, halt rein und hau mir nochmal meine komplette Verteidigung weg. Das wäre doch absolut grandios. Ja, ist drin, wartet auf dich. Die Männer werden nämlich keine Chance mehr jetzt haben, auf volle Chemie zu kommen. Und zwar einmal Upamecano. Okay. Kennst du? Nee, ja? Okay. Dann einmal Manuel Neuer. Ich habe ein paar Spieler vergessen zu kaufen, ich gerade, ist nicht so schlimm. Und auf der linken Verteidigerposition eine Winter Wildcard und zwar Juan Sebe. Ich habe Endika statt Juan Sebe. Ich habe aber Manuel Trapp. Nein. Und ich habe Upamecano und der darf gehen. Das ist der nächste. Was? Aber ich kann nicht beruhigen, das ist der letzte gewesen, weißt du? Da kommen keine mehr dazu. Was? Nein, du verarschst mich, vertrau dir nicht. Nein, kann nicht sein. Trapp wird gar nicht Upamecano linken, Digga. Ja, aber dieser Endika habe ich. Meister, wirklich. Open Early. Und ich freue mich jetzt einfach nur noch gegen dich gleich zu spielen. Und nicht ins Loch zu schicken. Ich kann es gerade nicht fassen. Ich kann es echt nicht fassen, Digga. So unoffensichtlich. Dass du da auf Upamecano gekommen bist, ist schon sehr random. Ja, das hat Franzosen, Franzose hier, Franzose da. Es gibt so viele Franzosen. Yes, very good. Ich mach mal mein Team fertig und dann sehen wir uns, Freunde. Sick, Digga. So, Freunde, mein Team ist ready. Geil, cool. Ich hab Spaß. Ich hatte aber geil. Wunderbar. Okay, ready? Set, ready or not? Go! Ich merke jetzt schon, dass mein Mittelfeld lost ist, so wie das die ganze Zeit des Abseits aufhebt. Und die Verteidigung auch! Nein! Schade. Das bewegt sich wie ein LKW. Nein! Komm schon! Ach so! Yo! Benji! Der wäre sogar so reingegangen wahrscheinlich. Es war Viereck. Scheiße. Nein, Benji. Flaky, my lucky. Du schaust mich baden. Nein. Boah, Luke Shaw, Digga. Lauf, Dembele. Nein, bitte. Lauf, Junge. Bitte. Ja, Torwart. Na, ja. Ey. Ja. Ey. Was ist das denn? Fake, man. Ja, nein. Oh, ja. Oh, was? Gut. Was? Hä? Das kann gar kein Upset sein. Hey, es ist was ist los, Tabak? Das ist technisch nicht möglich! Oh Gott. Yes, man. It's the first. Wir bleiben dran. Was hast du da für eine goldene Taktik plötzlich eingestellt? Goldene Umberto-Taktik. Pass auf. Oh, bitte kein Upset. Ref, bitte. Du bist der beste Ref. Schiri!
Hast du einen Kopf offen? Du bist der beste Referee, wirklich. Benji, du hättest... Ich würde so gern VAR sehen. Ich auch. Ich würde so ich viel auch. Geld bezahlen für diesen VAR. Du warst so im Abseits. Jetzt wird gecheckt. Jetzt kommt der Video Assistant Referee zum Einsatz. So, und jetzt nochmal. So, jetzt wird man hinten sehen... Da sieht man den Fuß, das ist meiner Meinung nach dann kein Abseits aus der Perspektive. Ist auf der anderen Seite drin. Und jetzt wird es ein Tor geben. Jetzt klingelt es im Karton. Innenverteidiger Gabriel, du bist der beste Mann. Es ist so frech, Digga. Kriegen wir mal bitte kurz eingeblendet, was der Longshot-Wert und die Schusskraft von ihm ist. Wunderbar. Irgendwas ist heute faul, Digga, wirklich. Guck mal, diese kleine... Ich werde euch finden, ich werde eure abschneiden für diese Abseits, dass ihr da aufhebt, wirklich. Dafür seid ihr, Digga, wie kommt ihr? Wirklich, Trabock, das hasse ich in FIFA so sehr dieses Jahr, dass die Spieler zu blöd sind, einen scheiß Abseits ganz normal zu handeln, Digga. Das war ein unverdienter Sieg, theoretisch. Hättest du deine Chancen genutzt, Kollege? So, Freunde, wir gehen rein ins Discard. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Es hat gerade an der Tür geklingelt. Es kommt jemand, weil ich muss einen PCR-Test jetzt machen. Deswegen, Tabak, zwei Picks. Ich habe es leider verdient. Und wenn ich jetzt einen Dembélé oder ein Hazard-Karte, Digga, dann werde ich diesen Verein löschen können. Yalla, rein. Okay, Bro, pass auf. Machen wir uns kurz und knackig. Zwei Discards sind für mich beide Innenverteidiger. Es ist Girard und es ist Dembélé. Nein. Ich kann nicht mehr. Ey, ich kann ohne nicht Spaß. Mehr. Ich habe so wenig Picks in den Videos gehabt und ich habe dich einfach von vorne bis hinten einfach ausgenommen. In dem Sinne, Freunde, die SBC ist voll. Meldet euch bei mir. Ja, wenn der ein oder andere vielleicht ein bisschen Mitleid hat, schaut gerne bei Tabak vorbei auf dem Kanal. Ich bin raus jetzt. Dankeschön, dass du da warst, Tabak. Spieler sind weg. Macht's gut. Scheiße. Und... Ja, mein Leben, Digga. Freunde, lasst die Bewertung da. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ciao.